Heinz Zetterns, GTA 5, Battlefield Hardline, Dying Light, Mortal Kombat X. Das sind nur ein paar der Spiele, die dieses Jahr bisher, wir haben jetzt April, über die Ladentheke gegangen sind und die ich mir geholt habe. Und wenn man sich das mal so ein bisschen zusammenrechnet, ist das natürlich nicht ohne. Und 2015 hat noch die ein oder anderen Titel am Start, die natürlich ebenfalls noch auf mein Konto bzw. über die EC-Karte laufen werden. Und das kann natürlich ordentlich in den Geldbeutel gehen. Und nicht jeder hat die Möglichkeit, sich auch entsprechend viele Spiele zu holen bzw. überhaupt Spiele zu holen, weil einfach das Geld natürlich immer knapp ist. Und dafür gibt es aber Abhilfen. Indie-Games, Free-to-Play-Games, die natürlich in der Community ein Stück weit verrucht sind, gerade was Free-to-Play-Games angeht. Hier wird oftmals gleich mal das Wort Pay-to-Win mit reingeschmissen, also dass man in solchen Spielen, die von Grund auf nichts kosten, trotzdem Geld investieren muss, um dort auch etwas zu erreichen. Das mag für die ein oder anderen Titel auf jeden Fall zutreffen und schwarze Schafe gibt es in dem Genre immer. Jedoch gibt es auch einen großen Teil, auch eine eigene Community, die auch bewusst Free-to-Play-Titel spielt und dort auch den ein oder anderen Euro investiert, weil das Spiel ja von Grund auf nichts kostet. Solche Titel, die vor allem sehr erfolgreich sind, sind zum Beispiel Spiele wie World of Tanks. Ein Riesenerfolg, was dieses Spiel erreicht hat als Free-to-Play-Titel. Ich möchte euch mit diesem Video hier ein neues Format auf meinem Kanal präsentieren, in dem ich euch Free-to-Play sowie Indie-Games vorstellen kann und ihr dabei die Möglichkeit habt, einen Eindruck davon zu bekommen, weil ich diese Teile anspielen und dazu meine Meinung sagen werde und ihr vielleicht auch das ein oder andere Spiel dadurch findet, wo ihr nichts dafür bezahlen müsst. Heute habe ich dabei für euch einen recht aktuellen Titel und zwar ist das Hounds – The Last Hope. Dabei handelt es sich um einen Koop-Shooter, das Ganze im Third-Person-Style. Der ein oder andere kennt das vielleicht aus Gears of War. Ihr müsst zusammen mit anderen Spielern, Monsterhorden, Angreifer aus der Unterwelt oder Aliens antreten und diese in die Knie zwingen. Denn die Menschheit kriegt von diesen ordentlich auf den Sack und wir müssen natürlich jetzt was dagegen tun. Dazu werden wir bereits zu Beginn des Spiels im Rahmen eines kurzen Tutorials eingeführt, was Steuerung und Schussmechaniken angeht. Ist natürlich praktisch, weiß man gleich, was abgeht. Danach können wir uns standardmäßig einen Charakter erstellen. Zuvor müssen wir jedoch noch auswählen, welche Klasse wir wählen möchten. So haben wir zum Beispiel einen gepanzerten Kerl, der vor allem an vorderster Front mit Sturmangriff mit dabei ist und mitmischen kann. Weiter geht es mit dem klassischen Assault oder auch anderen Klassen wie einem klassischen Sniper oder auch Supporter, der uns zum Beispiel mit Munition versorgen kann. Haben wir uns für eine Klasse entschieden und unseren Charakter erstellt, geht's auch schon los in die offene Lobby. Das ist mehr oder weniger so ein Startpunkt, also unser Widerstandshauptquartier, wo wir uns frei bewegen können, mit anderen Leuten kommunizieren und auch Quests annehmen können. Ihr habt in Hounds die Möglichkeit, sowohl den Koop als auch den PvP-Modus zu spielen. Koop-Modus lehnt sich natürlich an die Story des Games an, das heißt, wir müssen dabei unterschiedliche Missionen erfüllen, um im Progression in der Story weiter voranzuschreiten und dort auch entsprechende Punkte zu sammeln, denn die sind ganz wichtig, sowohl Punkte als auch Ingame-Gold, um dann unsere Ausrüstung und Waffen natürlich weiter abzugraden und Fähigkeiten zu erwerben, die uns einfach im Kampf natürlich besser dastehen lassen. Zu Beginn ist das Interface vielleicht etwas unübersichtlich, jedoch hat man, gerade wenn man im Hauptquartier ist, auf der rechten Seite eine ganze Liste mit den einzelnen Punkten, die man sowohl mit Maus als auch mit dem Shortcut, der auch mit dabei steht, jeweils betätigen kann. Das heißt Inventar, Fähigkeitsbaum oder Waffen, wo wir einfach durchschauen können, was wir gerade besitzen und dieser gewisse RPG, also Rollenspielaspekt, auch gar nicht so verkehrt ist und das Spiel auch umfangreicher macht als andere vergleichbare Vertreter. Zu Beginn müssen wir aber erstmal uns durch die Kampagne schlagen, um auch entsprechende Punkte und eben auch Ingame-Gold zu sammeln, um dann auch die ersten Upgrades kaufen zu können und dabei auch im Level aufzusteigen. Denn viele Fertigkeiten und auch Waffen sind levelbegrenzt. Das heißt, wir müssen erst entsprechendes Level haben oder entsprechenden Rang haben, um diese auch kaufen und nutzen zu können. Die entsprechenden Koop-Karten laden wir uns in-game herunter. Das heißt, ihr müsst nicht unbedingt jede Karte spielen, könnt euch auch dabei selber entscheiden, welche Karten ihr spielen möchtet und auch nur die herunterladen. Das hält natürlich die Grundgröße des Spiels relativ klein, gerade 2 GB ist es groß und macht es auch für Leute, die vielleicht eine geringere Internetleitung haben, auch möglich, dieses Spiel runterzuladen und auch zu spielen. Ja, und dann geht's schon los. Wir schlagen uns also durch die im Schlauchdesign konzipierten Maps und hauen den Gegnerwellen ordentlich auf die Fresse. Zwischendrin gibt's auch immer mal wieder Zwischengegner oder auch Endgegner, die wir dann platt machen müssen. Aber grundlegend eigentlich einfaches Prinzip und schnell zu verstehen. Und man kommt schnell rein und schnell wieder raus. Das lässt natürlich die Motivation auch entsprechend auf einem gewissen Level erhalten und führt nicht dazu, dass es zu langwierig wird und man ewig irgendwie an einer Stelle steht. So gesehen also einfaches Prinzip, rein, raus, einfach alles draufhauen, was geht und die Gegner auseinandernehmen.
Wie gesagt, einfaches Prinzip, aber lässt sich natürlich auch noch schwerer gestalten, was die Schwierigkeitsstufen angeht oder natürlich auch weiter vorangeschrittene Missionen, die einfach entsprechend schwieriger sind und dann einfach auch ein gewisses höheres Level verlangen, sei es auch Waffen oder Fähigkeiten, um einfach auch bestehen zu können und nicht ordentlich auf die Fresse zu bekommen. Und auch im PvP kann man sowohl ordentlich auf die Fresse kriegen, aber auch ordentlich austeilen. Hier gibt es natürlich auch die klassischen Modi, wie zum Beispiel Team Deathmatch, wo es einfach darum geht, schnellstmöglich die entsprechende Anzahl an Kills zu machen an den Gegnern und diese auseinanderzunehmen. Ist natürlich ganz cool, Multiplayer gegeneinander und nicht nur miteinander, ist eine witzige Abwechslung zu den Kampagnen und zu dem Koop-Modus und bietet damit natürlich auch den Multiplayer-affinen Leuten auch entsprechenden Spielanteil. Neben den ganzen Missionen und PvP-Schlachtgedöns solltet ihr natürlich darauf achten, euch entsprechend abzugraden und immer auf dem Laufenden zu bleiben, um keinen Nachteil, sei es im Koop oder gerade auch im PvP, gegenüber euren Gegnern zu haben, die vielleicht doch die stärkere Waffe schon am Start haben, weil sie daran gedacht haben, sie aufgrund ihres Levelaufstiegs auch zu holen. Natürlich hat man die Möglichkeit, wie in so vielen anderen Free-to-Play-Games, auch echt Geld zu investieren und sich damit den ein oder anderen kleinen Vorteil zu holen, der darin besteht, dass man sich vielleicht die Waffe, auf die man noch ein bisschen sparen müsste, schon schneller kaufen kann und damit vielleicht ein bisschen mehr Schaden macht. Allerdings bringt das niemandem was, wenn er nicht wirklich damit umgehen bzw. überhaupt zielen kann. Und selbst das habe ich im PvP erlebt, dass ich mit Level 1 reingegangen bin und trotzdem den Leuten, die teilweise schon Level 15, 20 waren, ordentlich die Fresse poliert habe, weil sie scheinbar nicht gut genug gezielt haben. Also ich persönlich kann euch nur empfehlen, schaut mal vorbei. Es ist eine nette Abwechslung zwischen den ganzen Shootern, die wir mittlerweile jetzt am Start hatten dieses Jahr oder auch noch haben werden. Und trotz eines AAA-Titels ja vielleicht auch nicht unbedingt das Gelbe vom Ei war und es sich vielleicht durchaus mal lohnt, in dieses Free-to-Play-Game reinzuschauen, mal ein bisschen anzuzocken und auch bei uns mit dabei zu sein, denn auch ich werde es auf jeden Fall mit euch zusammen im Livestream spielen. Den Link zum Download des Spiels gibt es unten in der Videobeschreibung. Einfach Account registrieren und schon seid ihr mit dabei. Und jetzt würde mich natürlich mal interessieren, was haltet ihr im Allgemeinen von Free-to-Play oder auch Indie-Games und was haltet ihr von dem Format und der Idee, euch einfach mal diese Spiele auch ein bisschen näher zu bringen? Gewisse Titel, die mir einfach persönlich auffallen, wo ich sage, hey, das macht auf jeden Fall Fun, das kann man auf jeden Fall mal spielen und das Ganze möchte ich noch weiter gestalten, denn ihr habt ab sofort die Möglichkeit, mir eure Indie- bzw. Free-to-Play-Titel, also Spiele, die im Vorhinein nichts kosten, vorzuschlagen. Das heißt, habt ihr Spiele auf dem Schirm, die entweder in naher Zukunft released werden oder bereits released wurden, dann schreibt mir doch per Facebook einfach eine PN, schreibt dort rein, welches Spiel ihr meint, am besten mit einem Link. Dann werde ich mir immer wieder ein paar Spiele rauspicken, die wir einerseits an unserem Free-to-Play-Indie-Tag immer spielen werden und antesten werden und dazu natürlich auch im Video hier auf YouTube meine Meinung dazu gebe und entweder eine Empfehlung oder doch eher davon abrate, sich das mal anzuschauen. Also Leute, Daumen oben nicht vergessen, denn liken ist geil, teilen macht sexy und abonnieren ist Pflicht. In diesem Sinne, bei euer Ziel immer im Auge, euer Lost.